Jo Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Und heute machen wir mal die zufällige Skin Challenge mit Rote Renner. Wir haben ja vorher schon Skin Contest Deathrun gemacht. Leute, und heute schaut es folgendermaßen aus: Wenn wir Spezialskins bekommen, also von DC-Reihe, dunkle Reihe, irgendwelche speziellen Reihen, dürfen wir nur IO-Waffen umnehmen. Das heißt, von IO-Kisten, Scanner, diese ganzen IO-Waffen, die es gibt bei den Basissen und so weiter. Wenn wir einen ikonischen Skin bekommen, von der ikonischen Reihe, dann dürfen wir nur Waffen von den großen UFOs nehmen. Also wir dürfen zuerst nur mit Spitzhacke und müssen versuchen, in die Alien-Raumschiffe reinzugehen und dort dann den Loot nur von dort nehmen. Also das kann sein grauer Loot, grüner Loot und so weiter. Sollten wir ganz normal grünen Skin bekommen, nur grüne Waffen. Blauen Skin nur blaue Waffen, lila Skin nur lila Waffen und so weiter. Leute, ihr kennt das Spiel. Und goldene Skin nur. Also zwischen den Videos, damit es nicht allzu lang dauert. Aber dann würde ich mal sagen, let's go. Rein in die Runde. Und du bist auch blauer. Okay. Wir haben beide nur blauen Loot. Ich glaube, das Fenster. Ja. Ich glaube, oder passt das? Nee, mein Fenster spiegelt nicht. Warum? Zwei Kills schon. Achso, ja, voll. Ah, Leute. Schnell noch rein, Leute. Schnell noch in die Olga. Komm, ich bin gerade cringe, aber ich will eigentlich nur ins UFO. Leute, wir haben es geschafft. Mal schauen. Ja, sammelst du die, ich gehe zur anderen. Mist, oh Gott, ich bin gerade runtergefallen. Leute, ich habe den zwar auch runtergebounced, aber ich bin dann dabei selbst runtergefallen. Ziemlich blöd, wie ich finde. Oh Gott. Hier ist halt zu viel Zeit bei mir. Sprungfische zum Beispiel haben. Ich würde sagen, wir fliegen jetzt ziemlich offensiv Lazy Lake, weil sonst geht sich das nie aus.
Wenn wir für zwei Runden jetzt schon 12 Minuten brauchen. Aber du weißt eh, wenn einer von uns zuerst stirbt, dann hat der andere gewonnen, der noch überlebt hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sterbe, hast du trotzdem gewonnen, obwohl ich mehr Kills habe. Du kannst hier angeln. Mit gliedernden Waffen. Ich geh mittlerweile in Ruhe, Biggies, Leute. Ich gebe mir Biggie. Ich weiß. Der hat denselben Skin wie ich, Leute. Ich hätte ihn fast tops genommen, Leute. Der hat denselben Skin. Oha, jetzt habe ich Schatten Nieders. Du hast die Duels gekauft, lol. Der ist gut, lol. Ich darf jetzt nur lilane Waffen, Leute, das heißt. Ich hab schon meine Taktik, glaube ich, wo ich lande. Ich glaube, ich weiß schon, wo ich lande. Okay, dann let's go, Leute. Meine Taktik ist, bei so einer IO-Basis zu landen. Und wenn ich mit Glück habe, dann bekomme ich ja vielleicht eine epische Waffe. Keine Ahnung, nee, man kann halt wieder eine Waffe bekommen aus den IO-Kisten. Wenn ich Glück habe, warum nicht? Schau. Ich hätte mich natürlich... Warte, wie steht es jetzt eigentlich? Es steht 2-0 für mich momentan. Ich gehe jetzt zur Tankstelle. Nee, da ist noch ein Gegner. Das kann doch nicht sein, Leute. Das ist nicht unsere Runde. Ich dachte, das kann ich mitnehmen. Das ist eine mythische Chest. Nein, eine goldene Waffe. Ich hatte eine mythische Chest und es ist eine goldene Waffe rausgekommen. Leute. Wir hatten gerade so viel Pech. Also ich hatte gerade so viel Pech. Oha, Alien Artefakt, chillig. Waffe und blaue Waffe. Ja, hier darf ich ja leider keinen. Ich darf ja auch keine Sofortgegenstände. Ich darf eigentlich nur lilane Fische, Leute, wenn schon. Ich bin so am Arsch. Aber ich habe Riss. Was darfst du? Hä? Achso, ja, das darfst du schon, ja. Wenn es in derselben Farbe bleibt, dann ist das schon erlaubt. Servil, glaube ich, aus einer Kahn. Ja, Salbensturmgewehr geht. Also ist eine blaue, eine andere blaue geht schon. Aber du kannst jetzt nicht zu einer Werkbank gehen und dann... Ja, das geht schon. Leute, ich gehe jetzt mal zum Loot-Shop. Ich werde Jumpet usen ohne ihn. Aber ich habe eh geplaced, also kein Problem.
für dich. Ich mach mit Auto den Rest. Jump hätte ich schon mal gut und eine goldene Spaß. Das ist natürlich bitter, die liegen zu lassen. Aber jetzt aber müssen wir. Wir müssen einfach eine goldene Spaß liegen lassen. Bitte, Leute, bitte. Egal. Hey, Autos darf man hier. Lass mal ein bisschen offensiver. Bunny Complex. Ja, wir müssen ein bisschen offensiver, weil sonst dauert die Aufnahme zu lang. Ich kann nicht so viel cutten. Die Aufnahme läuft schon seit 22 Minuten. Nee, wir machen eh Best of 5, das geht sich schon aus. Aber... wir sollten jetzt ein bisschen offensiver reingehen. Ja, für ihn, ich kann jetzt chillen, Leute. Ich plappe einfach dahin und. Ja. Wir haben beide noch keine Kills. Aber ich hab's momentan chillig, weil ich führe. Sollte ich sterben. Ich muss die mit Kids weggehen. Warte. Ja gut, die Runde geht an ihn. Ich bin down gewesen. 2-1, Leute. Noch zwei Runden. Er könnte. Dann lass wieder dieselbe Taktik wie vorher machen. Ich gehe wieder zu einer AO-Basis. Ja, ich glaube, ich gehe wieder AO-Basis. Ja, eh zu der, ja. Geh ich. Leute, jetzt schnell. Okay, leider nur seltene Waffen bisher. Da ist ein IO-Bot, das ist ein Problem. Riss ist schon mal wichtig, Leute. Wir haben Riss. Okay, blaue Pump. Der Obot ist bei mir. Shit. Ja, eh nicht. Hab's ja auch nicht genommen. Ich hab's nur gesagt. Okay, Leute, dann werden wir mal.
könnte man da schon auf mich nicht bitten. Ich warte jetzt einfach, bis ich ins Ufer komme. Ich werde jetzt Lazy Lake. Oder nee, zur kosmischen Küste. Das glaube ich besser. Okay. MP ist immer gut, Leute. Aber ich glaube, wir riften jetzt, oder? Hier ist jetzt mein Rift. Ja, ab nach Lazy. Ja, sicher. Ich muss jetzt auch auf jeden Fall gewinnen, sonst war's das. Ja, sonst ist Ausgleich, Leute, oder? 2-2. Und dann ist letzte Runde entscheidet, wenn du jetzt gewinnst. Wenn nicht, hab ich... Ja. Hier sind keine Gegner, Leute. Ja, aber Lazy gehört uns. Ich schau mal nach Misty, Leute. Oder? Ich hab grad einen Schuss gehört. Ja gut, dann ab nach Misty. Oha, er sagt, der steamt mir die Kills. Nee, nee, nicht mit mir. Nicht mit mir, Kollege. Ich werde jetzt alle Gegner hops nehmen. Ja, also ich glaube zumindest, ich habe gerade welche gehört. Ja, ein Bot fightet gerade gegen Wildschwein, chill. Easy kill. Wildschwein hat mich sogar noch angehittet. Ich darf mir gar kein Fleisch gönnen. Leute. Das ist scheiße jetzt. Ich habe mir gerade Fleisch gegönnt. Unabsichtlich. Ich habe gerade kurz nicht an die Challenge gedacht. Aber muss ich ihm jetzt den Kill schenken, Leute? Nur weil ich mir ein Stück Fleisch gegönnt habe. Ich glaube nicht, oder? Ich weiß nicht. Na gut, Leute. Es war ein Fehler von mir. Schenkt mir ihm den Kill. Er bekommt den Kill. Ich habe einen Fehler begangen. Ich habe kurz an die Challenge gedacht und mir Fleisch gegönnt. Scheiße, Leute. Minuten. Ich hab dann eh. 10 Minuten mindestens muss ich wegcutten. Das dauert lang noch. Ich gehe dann nach der Runde auf jeden Fall auf, Bro, weil ich muss dann noch cutten. Wenn ich heute nicht mehr zum Cutten komme, dann morgen wahrscheinlich. Also ich werde heute wahrscheinlich noch anfangen, aber ob ich fertig werde, weiß ich nicht. Bei 50 Minuten Cut ist ziemlich aufwendig. Sagen wir das mal so. Auch wenn ich nicht auf PC streame, es geht ja gar nicht um das, wo du aufnimmst. Die Zeit beim Cutten ist ja überall dieselbe, Leute. Egal ob Dorf-PC oder irgendwo.
Und was ich mich auch erkundigen werde, ob man bei meinem Cutting-Programm irgendwo Musik reinschneiden kann, also irgendwelche Gaming-Musik. Wäre auf jeden Fall nice. Die Frage ist, ob das mit dem Programm kostenlos geht. Ich glaube nämlich nicht. Es gibt ein paar Sachen, die kann man kostenlos machen. Mit dem Cutting-Programm, ein paar nicht. Ganz normal cutten geht schon. Oh Gott, er hat einen Kill. Ne, schon zwei Kills. Und einen lilanen Sniper. Leute. Ich muss jetzt auf jeden Fall off. Ich muss einfach drei Kills machen, um zu gewinnen. Wenn Ausgleich ist, dann bekommt niemand, dann gewinnt. Sogar Schaden an den Gegner machen mit drei Vertrauen, aber diese Bots hören einfach und Champet, Leute, Champet, drei Vertrauen und Champet. Die Bots hören einfach nicht auf zum Nerven. Ich brauche nur noch ein Patcher, das hier diese Kameras nerven, weil doch übelst. Wie läuft's bei dir gerade so?
Ja, greif und drohen. Na gut. Kannst damit Schaden machen. Wenn du zum Beispiel irgendwo ein Bot siehst, dann. Doch, wenn du ein Auto auf den Bot wirfst, ist das schon tot. Leute, wir ziehen jetzt einfach das Gefrierfach weg. Ah, da ist kein Slurp, Trish ist. Slurp. Hab ich gerade gesagt, Slurp Trish drin? Egal. Vergessen ist. Boom. Weg hier. Hier wird es geangelt. Bam. Nein, Leute. Können wir nicht überfahren. Jetzt auf jeden Fall auch eine Waffe holen. Ah, zur kosmischen Kiste. Das wird so ein Kopf an Kopf rennen, Leute. Ja, gut, blaue Sniper kann ich gleich wieder wecken. Und eigentlich dürfen wir auch nicht Angel benutzen. Angel ist ein graues Item, aber zu streng sehen, finde ich, Leute. Ah, doch, wir haben am Anfang gesagt, mit Angeln, genau. Das war Teil der Challenge. Das ist jetzt Reflex. Reflex. Wer schneller die Waffe bekommt. Du glaubst, ich gewinne. Lol. Er glaubt echt. Ich glaub nicht. Mal in dir eine Waffe, Leute, bekommen. Hä? Wir haben uns jetzt so gefreut, dass wir dem anderen die Waffe wegnehmen und jetzt. Leute. Aber schau mal, ich kann mit einem Schuppen, mit dem Karren, kann ich einen Baum einfach wegmachen. Schau. Ich kann. Lol. Ich habe sogar noch ein extra Trumpet, was ich natürlich verwenden darf. Hey, wie hast du den gekillt überhaupt? Ich habe gedacht, du hast keine wieder eine Waffe. Was? Er hat gerade einen Gegner gespitzhackt. War das ein Bot? Warum genau bei dir? Kann ich mit dem überhaupt Schaden machen am Gegner? Also nein, Obot zum Beispiel. Ja, so sicher nicht. Ja, überfahren. Ja, 110er Hit. Oha, wie viel Schaden das macht. Aber ich hätte jetzt auf jeden Fall nicht weiter fighten mit den IO-Bots. Dann sterbe ich vielleicht am Ende noch. Man macht auf jeden Fall gut Schaden mit Greifertron, also. Nein, habe ich nicht. Nicht wirklich, oder? Bist du mich verarscht? Gut. Ich hab den gerade einen Hit gedrückt. Mit drei Patronen, Leute.
Nein, Leute! Du hast 3 Kills, aber okay. Du hast 3 Kills, nicht 4 Kills, aber gut. Hä? Bei mir steht 3 Kills. Und du hast auch 3 Kills gemacht, aber gut. Ihn werden wir erstmal nicht mitnehmen. Hast du halt auch. Ja. Ich habe auch mitgezählt, bin ich dumm. Ich habe dem sogar noch einen 110er. Ja, den habe ich mitgezählt. Ich habe dem sogar noch einen 110er Hit mit Auto gedrückt, aber er hat nicht gegönnt, Leute. Egal. Ich bin auch schon ultra müde. Muss ich ehrlich zugeben. Ja, jetzt kommen wieder die Ausreden und. Bei dir sind halt immer die Gegner. Bei mir war kein einziges Mal. Jetzt Jump and Blazen dazu. Und Division ohne ihn. Und zu Lucho. Wir bräuchten halt. Gibt's noch Slurpers? Gibt's die noch? Ne, die gibt's nicht mehr. Die wurde durch. Nein, dürfen wir nicht. Die sind blau. Ne, die sind sogar ungewöhnlich. Slurpilze. Ja, eh ungewöhnlich. Ja, mein ich ja. Ich hoffe jetzt ein Auto mitten ins Gebaute. Ich hab einen Kill mit Stein gemacht mit Greifer-Drohnen. Leute, wir haben einen Kill. Gar nicht so schlecht. Er ist down. Ihr wisst, was das heißt. Ich muss nur noch warten, bis seine Neustartkarte abgelaufen ist. Wenn du mehr Kills hast, dann ist es so, dass ich wirklich warten muss, bis deine Neustartkarte abgelaufen ist. Also ich darf bis zu diesem Zeitraum nicht sterben. Das heißt, du hast sogar noch eine Chance. Wenn ich jetzt noch gekillt werde, dann... Wenn ich jetzt noch gekillt hätte, dann hast du trotzdem gewonnen. Weil wir haben ja am Anfang gesagt, wenn man gekillt hätte, dann hat der andere trotzdem gewonnen. Falls ihr vorgespült habt, Leute. Gespult meine ich, nicht gespült. Wir campen jetzt einfach, bis der Neustartkarte abgelaufen ist. Ich dance mal erstmal. Der hätte nicht offensiv reingehen können, der hat 4 Kills. Der hat es auf jeden Fall gewonnen. Ja. Lol. Der Gegner ist vor ihm gelandet, Leute. Ich lasse ihm sogar noch eine Chance und tanze ein bisschen, damit die Gegner aufmerksam auf mich werden. Ich hoffe, ich werde nicht gesniped. Leute. Ich bin lieber ein bisschen vorsichtiger. Dass mich dann noch ein Gegner überrascht und nicht. Leute, ich habe gewonnen. Aber es war echt knapp am Schluss. Eigentlich hätte er gewonnen, aber es. Er hatte halt ein Pech am Schluss. Der Gegner ist direkt vor ihm gelandet. Let's go, Leute. Dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Haut rein. Euer Recon Trail. Ciao.